Hallo zusammen. Aus dem Bereich Kultur gibt es von der Piratenfraktion zum kommenden Plenum gleich zwei Anträge, die ich euch jetzt mal ganz kurz vorstellen werde. Der erste Antrag hat den wunderbaren Titel Archivgesetz NRW jetzt evaluieren und ein geordnetes Gesetzgebungsverfahren gewährleisten. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. Das Archivgesetz NRW regelt die Sicherung und die Nutzung öffentlichen Archivsgut, also den Sachen, die in den Archiven auf Landesebene und in Kommunen drin sind und die Nutzung dessen. Und das Archivgesetz wurde im Jahre 2010 nach einigen Jahrzehnten gründlich überarbeitet und neu eingebracht und wurde so bestätigt und ist seitdem gültig. Allerdings hat sich herausgestellt, schon damals 2010 mit Expertengesprächen, dass es noch einige Schwächen hat. Und deswegen hat man damals 2010 das ganze Archivgesetz bis 2014, September 2014, befristet. Das heißt, es läuft jetzt im September aus, wir haben ja 2014, und müsste eigentlich wieder neu überarbeitet werden. Das Blöde ist, bisher ist noch nicht viel passiert. Und deswegen bringen wir den Antrag rein, um die Landesregierung dazu aufzufordern, sich halt eben mit diesem Gesetz zu beschäftigen, es neu zu machen. Unter anderem geht es halt eben um die Nutzung des Archivguts. Da spielt das Thema Urheberrecht eine wichtige Rolle. Und ich hoffe so, dass da so ein bisschen Schwung in das Gesetzgebungsverfahren kommt und dass wir uns da mit unseren Positionen als Piraten, insbesondere was die digitalen Archivgüter angeht und was die Nutzung von Archivgütern angeht und was die Sperrfristen, das heißt, wann kann sowas genutzt werden, nach wie vielen Jahren, nachdem es eingelagert wurde, dass wir dann uns mit den Experten in einem ganz ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, also in diesem Prozess damit beschäftigen. Und das ist ein Antrag, der wird sofort abgestimmt und ich bin gespannt, was da so kommt. Unser zweiter Antrag heißt Nordrhein-Westfalens analoges und digitales Kulturerbe gemeinsam bewahren. Da geht es darum, dass es in NRW ganz viele Institutionen gibt, wie Archive, Museen, Dokumentationsstätten, Bibliotheken, an denen tagtäglich ganz viel Information, Archivgut, Kulturgut anfällt und gespeichert werden muss. Es muss für die Nachwelt erhalten bleiben. Es muss zugänglich gemacht werden. Das Problem ist, es liegt in ganz vielen verschiedenen Formaten vor, sei es Pergamentpapier oder altes Papier, sei es digitalen Medien wie Magnetbänder oder sonstige Datenträger. Und da müssen die Archive zusammenarbeiten, auch mit Hilfe der Politik gemeinsam Konzepte zu entwickeln, damit eben all diese Informationen vernünftig gespeichert und auch noch in 100 Jahren abgerufen, abgespielt werden können. Und da muss die Politik dafür sorgen, dass da diese Rahmenbedingungen entstehen. Und wir fordern eben mit diesem Antrag, dass da entsprechende Konzepte ausgearbeitet werden, umgesetzt werden, damit die Archive auch in Zukunft vernünftig arbeiten können.